Es ist ja mega schwierig, oder? Soll ich jetzt dafür oder dagegen sein? Also wenn es jetzt hart auf hart kommt, wenn es nur entweder oder gibt, was würdet ihr abschaffen? Das Rätoromanisch oder das frühe Französisch? Wer würde das Rätoromanisch abschaffen? Wer würde das frühe Französisch abschaffen? Wow, krass! Also, aber sag mal, wenn ihr jetzt einfach so das frühe Französisch, eine Landessprache, einfach gerade schon würdet abschaffen, was ist euer moralischer Kompass beim Entscheiden? Und wir machen das Trolley-Game miteinander. Sind ihr bereit für das Trolley-Game? Es ist ein philosophisches Gedankenexperiment. Stellt euch vor, ein Zug. Ein Zug fährt relativ schnell. Dann merkt man, die Bremsen sind kaputt von dem Zug. Der Zug fährt fadengerade auf einen Weichen zu. Du bist die Person, die neben der Weichen steht und du kannst die Weichen stellen. Wenn du die Weichen nicht umstellst, dann fräst der Zug fadengerade auf 5 Gleisarbeiter zu. Wenn du die Weichen umstellst, dann fräst der Zug nur auf 1 Gleisarbeiter zu. Wie würdest du entscheiden? Wer tut die Weichen nicht umstellen und opfert 5 Gleisarbeiter? Wer tut die Weichen umstellen und opfert 1 Gleisarbeiter? Okay. Ich fühle mich gerade ein bisschen wie an einem Abstimmungssonntag, es macht nur noch knapp die Hälfte mit. Aber natürlich, ist die Entscheidung ein bisschen zu hart. Komm, wir tun Downsize. Stellt euch vor, auf dem einen Gleis steht der Globi. Auf dem anderen Gleis steht der Pingu. Wer tut die Weichen nicht umstellen und opfert den Globi? Wer tut die Weichen umstellen und opfert den Pingu? Was, ihr würdet den Pingu draufgehen lassen? Nein, kommt der Pingu, hey, der ist in einem kleinen Iglu aufgewachsen. Ohne Papi, momentan wegen dem Klimawandel, schmilzt sein ganzes Zuhause weg. Wenn der Globi ist in der Schweiz aufgewachsen, das ist der Sohn vom Chef vom Globus, das ist so ein Rich Kid, aber okay. Komm, wir machen noch eine andere Abstimmung. Entscheiden ist immer dafür oder dagegen. Irgendjemand bekommt etwas, jemand anderem nimmt mir etwas weg. Stell dir vor, auf dem einen Gleis spaziert eine junge Frau. Auf dem anderen Gleis spaziert ein älterer Mann. Wer tut die Weichen umstellen und opfert den älteren Mann? Was ich vergessen habe zu sagen, der ältere Mann hat gerade vor kurzem geheiratet. Die junge Frau ist eine Impfgegnerin. Wollen wir nochmal abstimmen? Wer tut die Weichen nicht umstellen und opfert die Impfgegnerin? Was ich vergessen habe zu sagen, ist, die junge Frau ist Greta Thunberg. Der ältere Mann ist der Roger Federer.